Ja, nach dem Solo haben wir jetzt nochmal so ein Heavy-Teil. Nochmal so eine. Es ist nicht direkt eine Bridge, es ist eigentlich so ein eigenständiger Teil. Einfach, sagen wir mal, Pre-Solo oder einfach nochmal ein bisschen was zum Abgeben. Wir spielen dann oben hier die, die E-Seiten, spielen wir leer. Und dann nehmen wir das F, also den ersten Bund als Rockakkord. So, und hier steht wieder, in den Noten steht wieder alles abgedämpft, in den Originalnoten. Ich selber glaube aber nicht, dass sie das abgedämpft spielt. Ich mache dir immer diese 1, mache ich immer dann nochmal nicht abgedämpft. Das klingt einfach ein bisschen stärker und heavier. Und dann spielen wir zweimal auf der A-Seite die 2. 1, 2, 3, 4. Und dann beim zweiten Mal, anstatt diese zwei Einzelnoten, dann einfach den Akkord, das B, hier auf dem zweiten Bund. So. Das spielen wir dann insgesamt zweimal durch und dann kommt so ein Übergang. Eigentlich auch ein sehr geiles Riff, eins meiner Lieblingsriffs eigentlich. Spielen wir erstmal das E, abgedämpft. Dann spielen wir 0, 2, 3, 5. Dann 2, 3, 5 auf der A-Seite. 2, 4, 5 auf der D-Seite. Schöne Tonleiter. Und dann die 3. Das war vorher alles abgedämpft. Und die 3 ist nicht abgedämpft. So, jetzt bleiben wir auf der 3 und spielen da 2 Sechzehntel. Spielen die 2. Die 3 über 2 Sechzehntel, dann kommt die 2 auf der A-Seite, die 3 auf der A-Seite und die 5. Und dann wieder zurück. Deswegen sage ich auch immer allen Leuten, ja, spielt das so, dass ihr die Finger auflegt, drauf lassen und nicht so spielen. Weil ihr müsst auf jeden Fall hier wieder E zurück, ja, dann könnt ihr auch die Finger verstehen lassen und dann einfach dann kontrolliert wegnehmen. Und dann kommt die 3 und die 2 auf der E-Seite und dann wieder die leer. Dann, bevor es wieder in diesen Teil reingeht, spielen wir dann wieder auf den Leerseiten 16. Das machen auch ganz, ganz viele falsch. Also wenn wir... Und jetzt... Okay, so, das ist jetzt erstmal so dieser erste Teil. Dann switchen wir aber dann nachher bei dem letzten Teil auf einen Akkord. Und zwar, wir spielen... So, anstatt diese drei hier, spielen wir einen Akkord. Kennt ihr alle die Stelle? Dann spielen wir wieder diese drei. 3, 2, und dann spielen wir das E. Auch als Akkord wieder. Dann gehen wir wieder auf die 3, wieder doppelt. So, und jetzt spielen wir anstatt den Teil, spielen wir wieder. Okay, machen wir mal den Teil davor nochmal, also. So, und jetzt mit dem Akkord. Ja. So, sorry, jetzt habe ich mich am Ende ein bisschen selber verhaspelt. Also. Dann kommt wieder der Teil. Ja, und jetzt nähern wir uns dem Ende. Da kommt dann halt nochmal die Strophe und so. Aber dann kommt dann später, kommt dann halt wieder der Teil, dieses. So, wieder den Teil. Und dann kommt. Und dann kommt. Ha, 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 ha. Und dann kommt dieses. Und dann auf dem E enden wir dann. Und das ist eigentlich schon das ganze Lied.
Ja. Ich hoffe, es hat euch jetzt viel gebracht. Ich hoffe, ich konnte euch das ganze Lied jetzt schnell näher bringen. Und wenn ihr Detailfragen habt, könnt ihr mich gerne über Videounterricht buchen. Und abonniert mich hier bei YouTube, wenn ihr es nicht schon getan habt. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Kommt bei meiner Facebook-Seite vorbei, liked da meine Seite. Da bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden. Ja, und dann generell könnt ihr mich auch gerne immer anschreiben und hier unter das Video bitte die Kommentarfunktion nutzen. So, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.